Auf Aal am Wolchow. Auf Aal am Wolchow in der Hoffnung, dass da mal wieder einer reingeht. Ich teste hier gerade an der Stelle, die auch letzte Woche schon ganz gut lief. Da sind immer mal wieder welche reingegangen. Und werfe auch ähnlich weit aus und bin super gespannt, was da jetzt reingeht. Es hat gerade schon ein bisschen zu viel gezuppelt für meinen Geschmack. Vielleicht ist es doch eher die Quappe. Naja, Quappe nehmen wir auch mit. Auch nicht so schlecht in verschiedenen Größen oder in den größeren, bei den größeren Kandidaten ist es auch vom Silber her nicht verkehrt. Also so 3 Kilo Quappen, da macht das schon langsam Spaß. Ich bin relativ fein unterwegs, werfe aber auch direkt erstmal wieder aus. So, ungefähr da vorne so hin, absinken lassen das Ganze. Schön fein bin ich hier heute unterwegs, sehr, sehr dünn, sehr zart. Und muss hier tatsächlich ein bisschen aufpassen. Wenn hier etwas Größeres reingeht, dann kann es ganz kritisch enden. Also wenn hier jetzt ein sehr großer Aal reingeht, dann bin ich auf jeden Fall in einem harten Drill. Und wenn hier ein Wels reingeht, dann kann es gefährlich werden. Die könnten mich vielleicht sogar leer spulen, je nachdem wie groß der ist. Aber das Risiko, das gehen wir doch einfach mal ein. Vielleicht ballert ja hier auch ein richtig schöner Aal rein. Was ich heute mal anders gemacht habe im Vergleich zur letzten Woche. Letzte Woche stand ich ja auch schon ein bisschen mehr, wie gerade schon gesagt. Da war ich mit Einserhaken unterwegs. Ich bin jetzt mal komplett mit Sechserhaken hier unterwegs. Und mit dem Vorfachsmaterial, mit dem Karpfen-Vorfachsmaterial. Gucken wir mal gerade rein in so ein Setup. So, also hier mit den kleinen Fiederruten unterwegs und dann zu den Fiederruten hier einfach nur eine Monoschnur genommen. Die erstbeste, die mir gerade in den Weg kam. Ich hätte auch eine deutlich dünnere und leichtere nehmen können natürlich. Aber das passt ja hier mit der Verbindung, mit der Kaliber HSV gar kein Problem. Knapp oder die gesamten 300 Meter sind hier drauf. Reicht also in der Regel. Wird auch für einen schönen langen Drill, müsste das auch ausreichen. Ja, dann habe ich hier ein schlammfarbenes oder lehmfarbenes Blei genommen, weil wir eben auch so einen ähnlichen Untergrund hier haben, dass wir da nichts an Scheuchwirkung machen. Das heißt also nicht irgendwie ein steinfarbenes Blei oder sandfarben oder einfach metallfarbenes, sondern angepasst an den Untergrund. Wir wollen da natürlich versuchen, nichts zu verscheuchen. Als nächstes haben wir jetzt hier das Vorfachsmaterial. Vorfachsmaterial selber herzustellen ist schon ab einem gewissen Level gar nicht so schlecht, sollte man machen. Wenn du dir dann noch unsicher bist, ob sich das lohnt für deinen Level, ich verlinke nochmal das Video dazu, macht ab einem gewissen Level Sinn, das herzustellen, also Vorfächer herzustellen. Man muss allerdings auch ein bisschen Kohle schon haben. Hier an dem Gewässer kann man erst ab Level 20, und ich denke mal so 20 plus ist auch der richtige Bereich, wo man dann auch mal in diese Technik dann reingeht und da auch mal ein bisschen Silber investieren kann. Ja, jetzt wie gesagt einen 6er Haken und dann einen Fischfetzen da drauf. 6er Haken, das ist einer von diesen Karpfenhaken, die habe ich jetzt mal verwendet. Zu dem Karpfen-Vorfachsmaterial ist es sehr geschmeidig, ist sehr dünn und es passt sich den Untergrund nochmal richtig schön an. Im Vergleich zu dem relativ steifen Fluorocarbon, was zwar super transparent ist, aber dann doch eher steif und starr da im Wasser steht. Da haben wir dann eben hier bei dem geflochtenen Material eben den Vorteil, dass es dann gerade in diesem schlammigen Bereich oder im lehmigen Bereich einfach flach auf dem Untergrund liegt. Da, wo dann eben auch der Fischfetzen liegen soll. Ja. Oh, da ist was dran. Und ich hab's verpasst. Ei, 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 ei. Nicht lang schnacken, Fische rausziehen hier. Ich werfe hier vorne in den Schatten, also in dem Schatten von dem großen Baum, da rein und da ungefähr zwischen 20 und 25 Meter. Ich habe es jetzt gerade extra mal geklippt, normalerweise, die nächste Quappe. Na, normalerweise mache ich gar keinen Clip, sondern werfe so, ja, so jetzt, so 5 nach halb aufgeladen, ein bisschen mehr mit dem 50 Gramm Blei. Aber es sind so ungefähr zwischen 20 und 25 Meter. Bisschen offen lassen, absinken lassen das Ganze. Und dann runter damit. Es gibt schon verschiedene Videos auch zu der gleichen Stelle. Man kann das auch mal versuchen, geradeaus zu werfen. Einfach hier
ja, in den Schatten quasi von dem Kraftwerk da hinten. Oder ein Video hatte ich auch schon zuletzt gemacht, das ist gar nicht so lange her. Da hatte ich eine Route hier. Eine Route habe ich hier zwischen. Auch raus, von der Entfernung ungefähr gleich. Und die dritte Route hier raus. Dass man dann hier in diesem Nahbereich, und zwar versuche ich dann genau diese Kante hier anzuwerfen. Ich teste das gerade nochmal eben. Die Kante hat eine Entfernung. Gucken wir mal gerade hier am Wolchow. So, wenn wir jetzt hier stehen, wo ich gerade bin, dann hat die Kante eine Entfernung von ungefähr, also bis zu der Spitze, wo jetzt hier die Pfeilspitze ist, ungefähr von 15 Meter. Also wenn man so weit rauswirft, oder wir werfen halt einfach ein bisschen weiter, sagen wir mal so um die 20 Meter raus, dann kommt man genau an diese Kante und da wollen wir hin. Einfach so die Spots an den Kanten wieder anwerfen. Ich werfe auch gleich die anderen Routen noch mal ein bisschen weiter aus. Die waren nicht ganz so weit geworfen. Aber dass wir da schon mal so eine Entfernung haben. Und da kommt die nächste kleine Quappe. Das werfen wir mal so ein bisschen steiler. 3 Uhr. Ja, ein paar Stunden haben wir noch. In ein paar Stunden kann da noch was gehen. Das heißt, das testen wir jetzt hier also noch mal weiter. Und auch hier jetzt der Clip, ich setze ihn mal auf 25 und gehe so locker da rein, so. Und dann wieder absinken lassen und die dritte Route auch noch, die war am wenigsten weit ausgeworfen. Die war hier vorne nur, wo die Spitze ist, quasi in den Schatten, relativ flach nur geworfen. Und auch die geht jetzt aber nochmal ein bisschen weiter raus. Hoppala. Und gefettfingert. So, auf 25 Meter sogar. Aber ich komme nicht mal rein. Ich denke, ich werfe nur so knapp 20 Meter aus. Wie gesagt, werft einfach. Ich, bei Stellen, wo ich keine Futtermische verwende, verwende ich auch keinen Clip. Also wenn ich eine Futtermische verwende, will ich natürlich, dass an der Stelle, wo ich das Futter hinwerfe, dass ich dann da auch die Köder drin habe. Aber wenn ich so grob aus dem Handgelenk raus da hinwerfe, ja, dann brauche ich da auch gerade keine Futtermische. So, so ist das schön. So kann das bleiben. Jetzt natürlich noch die große Hoffnung, dass da was reingeht. Und wenn nicht, tja, dann geht's gleich noch weiter auf Z-Fischsuche. Wenn ich schon mal hier am Wolchow bin und es ist gerade eben, ja, passend oder ist es gerade Nacht, dann teste ich immer schön auf Aal, kurz für die Nacht. Und dann mache ich aber noch ein bisschen was anderes. Ich glaube, da zuppelt auch schon wieder was. Da gab es gerade eine kleine Reaktion. Na, warten wir mal. Wenn ich aber am Tag hier bin, dann gehe ich nicht extra auf Aal oder sowas. Und was natürlich auch wichtig ist, ich gehe auch nur auf Aal, wenn es passendes Wetter ist, so wie jetzt zum Beispiel hier Regenwetter. Es ist relativ kühl, gerade eben war es noch so um die 15 Grad, also relativ kühl, Regenwetter. Dann mal testen hier bei Sonnenschein oder sowas und selbst wenn es bewölkt ist und 17 Grad, dann probiere ich das gar nicht erst mit dem Aal. Da ist die Chance einfach zu gering. Habe ich gar keinen Bock drauf. Dass ich da dann irgendwie die Zeit dann vertrödel. Wenn, dann will ich auch die Chance haben auf einen Aal und die ist schon irgendwie erhöht, wenn man da das passende Wetter hat, wenn man irgendwie so ein bisschen dieses Regenwetter hat, hat das bisher ganz gut gewirkt. Vielleicht liegt es auch einfach nur an der Temperatur, kann natürlich auch sein, dass es dann, ja, ich sag mal, relativ kühl ist und dass das dann den Ausschlag gibt, kann natürlich auch durchaus sein. Eine andere Stelle, die hatte ich letztens zuletzt auch mal im Livestream getestet, das ist diese Stelle hier. Das heißt, also wenn man mit dem Anleger hier rüber, mit der Fähre hier rüber fährt zum Anleger, über die Brücke, da vorne rüber und dann geht es an dem bekannten Spot 71-100, das ist ja ein ganz bekannter Z-Fisch-Spot und auch mal Brassenspot oder auch mal Aaland-Spot. Dann geht es aber daran vorbei, unterm Baum her und hier an der Ecke genau, da ist dann alles voll Schilf. Das macht hier so einen Haken und in dieses Schilfbecken, in diese Kurve kann man ganz flach reinwerfen. Auch da hatte ich schon mal richtig gute große Aale in der Area. Also auch das durchaus eine Option. Und wenn ihr noch eine Ecke sucht, die ihr vielleicht verwenden könnt, wenn ihr mit dem Boot unterwegs seid, hatte ich auch schon ein paar Mal gesagt, das ist hier oben die Area. Hier ist auch alles voll mit Schilf, auch so U-förmig. Hier kommt man dann rein und dann kann man hier ist auch wieder eine Schilfecke, dann kann man hier an den Strand ranfahren und hier eben vorwerfen.
Auch da hatte ich schon mal eine Aal Trophy sogar gefangen. Also das sind so Stellen, die ich immer mal wieder auch teste. Hier oben natürlich am seltensten, wenn man da erst mit dem Boot hin muss. Aber hier, diese Stelle ist auf jeden Fall immer dabei, wenn das Wetter gerade passend ist. Ja, und dann ist eben die Frage, gehen da die Quappen rein oder gehen da die Aale rein? Und es zuppelt nochmal. Und es zuppelt nochmal. Es muss jetzt aber auch abziehen direkt. Je länger gezuppelt wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch eine Quappe ist wieder. Na. Na, das ist wahrscheinlich schon wieder eine Quappe. Die Quappen, die spielen so viel mit dem Köder noch rum. Und zuppeln da dran und zuppeln und zuppeln. Und können sich nicht entscheiden. Und die Aale, die beißen, die zuppeln vielleicht einmal und dann, bzz, dann ziehen sie aber auch. Na, gucken wir. Gewichtsmäßig ist es okay. Ich bin ja relativ fein unterwegs. Ja, kleine Quappe. Na, guck. Also direkt wieder raus. Scheint so, als ob hier die Quappen jetzt sind und die Aale abgezogen sind. Auch das hier nochmal deutlich heftigeres Gezuppel. Aber wie gesagt, auch Quappen gar nicht verkehrt. Wenn ich gezielt auf Quappen allerdings bin, dann wieder lieber wieder mit dem großen Einserhaken. Also dann doch lieber ein bisschen massiver reingehen. Denn hier die kleinen Kandidaten, das macht natürlich überhaupt keinen Sinn. Also eher so, dass man so zwei, drei Stück wenigstens dabei hat mit 3 Kilo plus. Dann lohnt es sich auch eher. Ja, Schnur locker gelassen. Das könnte eine größere sein. Guck mal hier, wie hoch wir reingehen schön. In die Bremse. Das ist doch top. Und es zuppelt weiter. Ja, so soll das sein. So soll das sein. Weiter geht's. Direkt wieder raus damit. Jawohl. Ja, perfekt. Also, so und so ähnlich. Das Ganze jetzt so bis vielleicht 9 Uhr. Dann reicht das auch. Und dann geht's weiter an den nächsten Spot. Und dann, wie gesagt, teste ich jetzt gleich nochmal auf die Z-Fische, auf Zerte, Zope und Zobel. Und dann gucken wir mal, was hier noch so geht. Am Wolchow war ich schon so lange nicht mehr. Da muss doch hier, wie gesagt, auf die kleinen Fischis an den Spots, da werde ich nochmal ein bisschen testen. Einfach mal auf dem Kanal suchen nach Z-Fischen oder nach Wolchow und dann gucken nach Zobel und Zerte und Co. In diesen ganzen Videos erkläre ich auch immer noch die ganzen anderen Spots und wie man so ein Setup für die Z-Fische zusammenbaut. Lohnen sich auch immer sehr die Zettis, denn ja, kohlemäßig immer top und größenmäßig einfach super klein, wenig Verschleiß, billige Köder und man kann einfach richtig schön auf Frequenz dann damit Cash machen. So, ich zuppel jetzt hier nochmal ein bisschen weiter. Vielleicht geht er doch noch irgendwann in den Aal rein und ansonsten bin ich auch ganz zufrieden hier mit den Quappen und dann auf Z-Fisch. Petri Lümmels, Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat, wenn es dir geholfen hat, Kanal abonnieren, das hilft mir und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri,